Hallo und herzlich willkommen hier in der Bordfelder Kabine im Sportheim. Hallo Hanke, schön, dass du da bist. Hallo Peter. Mensch. Hallo Philipp. Mensch. Hallo Peter. Hallo Rise Against the Spülmaschine. Schön, dass ihr heute da seid. Ich darf das Interview mit euch führen, das ehrt mich total. Und ich wollte schon immer mal von euch wissen, warum kommt ihr eigentlich immer wieder hierher? Bordfeld, ja. Ihr seid jetzt schon. Woanders wollen die uns nicht. Dritte Mal. Das ist halt wirklich, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Wir schreiben ja überall hin, aber die nehmen uns nicht, weil wir halt scheiße sind. Aber zum Glück haben wir halt rechtzeitig hier Leuten Sachen in den Drink reingepackt, dass sie uns halt immer wieder nehmen. Und ich glaube, Stoffi hat auch nur meine Telefonnummer. das war die Spaßantwort. Und jetzt kommt hier die Managerantwort. I'm just here so I won't get fired. I'm just here so I won't get fired. Ja, es ist auch ein bisschen Bequemlichkeit, ne? Man ruft an und es klappt. Genau, so wie Janke schon gesagt hat, man muss nicht 5 Mails und 8 Anrufe und so. Nein, es ist einfach, glaube ich, sogar in dem ersten Kabineninterview gab es eine ähnliche Frage auch schon, zumindest an festen Orten, wo wir jedes Jahr hinfahren. Und da gibt es einfach ein paar. Und da gehört halt Sportfeld auf jeden Fall mit zu. Da denken eigentlich gar nicht drüber nach. Das ist so, ja, alles klar. Immer im Januar, das ist seit 5 Jahren. Ice Against the Kühlmaschine. Genau, das ist die Ice Against the Kühlmaschine Tour im Winter. Da kombinieren wir immer die Umbaubahn in Oldenburg mit der Gedankenfabrik in Bordfeld. Das ist einfach so eine Art Tradition. Aber nach Weihnachten. Aber trotzdem noch kurz inzwischen zu grätschen, um mit der Sportlersprache zu machen. Tatsächlich ist Bordfeld ja noch mehr wieder was Besonderes. Es ist wirklich so ein Landsitz, wo sich ja die, sagen wir mal, die Gemeinde Trinkerjugend hat sich zusammengeschlossen und hat gesagt, wir machen jetzt Kultur. Das passiert ja nicht überall. Und das freut mich total und deswegen unterstützen wir das auch und deswegen kommen wir auch gerne hin. Das ist schön, dass du das noch so gerettet hast. Ich habe das schon gerade von euch so verstanden, wie so ein routiniertes Ehepaar, Bordfeld und ihr. Man kennt sich halt, ne? Man trifft sich halt. Ja. Aber irgendwie hat man sich ja doch lieb auch. Ne? Außerdem schreiben wir uns seit kurzem auf die Fahne, die fitteste Band der Welt zu sein, weil wir immer laufen gehen am Morgen nach unseren Auftritten. Und deswegen wollten wir auf jeden Fall hier uns auch ein bisschen eine Basis aufbauen. Eine Laufstrecke. Sportheim hier in Bordfeld. Ja. Danke erstmal für diese Antwort. Was mich noch brennend interessiert, ihr seid ja jetzt schon länger auf Tour, auf Wochenendtour. Ihr habt vor 200 Leuten in Hamburg gespielt, die Hütte hat gebrannt, ihr wart im Osten und wurde da mit einem Trabi irgendwie so... Nach Hause, war richtig geil. Ja, ja. Wann war euch eigentlich das letzte Mal so richtig langweilig? Spitzenfrage. Weißt du was? Montags von 8 bis 12. Das wäre schön, ne? Das mal wieder haben so. Das hatte ich als Kind mal. Also tatsächlich, du hast es angesprochen, das ist super geil. Wir werden da gerade sehr, wir haben gerade sehr großes Glück, dass wir so coole Sachen spielen können. Und es ist gerade wenig Langeweile. Es gibt die ganze Zeit kriege ich Mails, was wir alles wieder Geiles machen. Und wir werden jetzt ins Fernsehen, wir werden beim NDR spielen, richtig geile Sachen. Und es kommt immer nur tolle Mails, es ist immer nur erfolgreich und positiv. So dass man einfach gerade auf einer Welle schwimmt. Das ist ganz cool. Ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung gerade. So, dass man, ja, so auf jeden Fall jetzt gerade nochmal in eine höhere Richtung geht, ein anderes Level. Trotzdem haben wir immer noch unsere normalen Jobs und da ist es halt auch manchmal langweilig. Ihr müsst aber natürlich auch bodenständig bleiben. Das ist ja alles wahrscheinlich bei Design, also wirklich. Wir haben Reißbrett entworfen. Genau. Reißbrett against the Spülmaschine. I'm just here, so I want to find. Okay. Nächste Frage. Ihr seid ihr Star Wars Fans? Nächste Frage. Genau, nächste Frage. Okay, das ist jetzt überhaupt gar nicht. Okay, dann stellen wir uns. Ich habe mal irgendwann ein Musical gemacht, da ging es um Any Keyboard, der gegen Darth Vector gekämpft hat und dann später im Matheunterricht aufgegriffen. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich kenne echt nur die großen Sachen, aber die Filmmusik ist großartig. Ich mach das in meiner 10. Klasse immer ganz viel. Mit Musik. Ja, Star Wars mit Musik. So, Leitmotivtechnik. Du hast die Melodien, da musst du da sagen, welcher Charakter könnte das sein. Und hat man bei Jabba das so bum, 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 und dann die Energy-Sachen sind halt alles fly. Ist das so deine Lieblingsfilmmusik? Oder? Ja, ich würde schon sagen. Ja? Komm, ist schon ganz oben mit dabei. Indiana Jones auch gut. Ach, da sind viele coole Sachen dran. Auf jeden Fall ist es ganz gut, weil du kannst die Kids, egal ob jung und alt, kannst du damit kriegen. Ja. Star Wars hat immer noch den Hype. Und man kann auch, also es ist halt noch wirklich wie von der alten Schule entworfen. Es ist halt quasi eine Oper, wenn man sich nur die Filmmusik anguckt. Okay. Ohne Gesang. Ich
muss die leider ein bisschen abwürgen, weil wir jetzt schon am Ende unseres Interviews gleich sind. Das geht schnell. Aber die eine Frage muss ich euch noch stellen, ja? Dunkle Seite oder helle Seite? Dark Side. Ja, okay, dann ist das wohl beantwortet. Dann kriegst du die dunkle Seite, du kriegst die helle Seite. Ich würde sagen, das Interview ist beendet. Vielen Dank, Weiße Gänse Spürmaschine. Wir sehen uns gleich auf der Bühne mit Marius Krüger. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe hier weg und dann haut ihr euch nochmal so richtig auf die Bühne. Wir mögen uns. Okay, ciao. Die Plätze, fertig, los. Ah, nein, nicht ihn. Das kann ins Auge gehen.